Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Haus Salem. Ich für meinen Teil bin immer wieder gern im Haus Salem. Ich bin heute hier im Auftrag der Kaiserswerther Diakonie, um Sie an Ihrem Handy fitter zu machen. Ach, kommen Sie von FitX? Ich will Sie an Ihrem Handy fitter machen, habe ich gesagt. Ja, sag ich doch, FitX. Sie müssen ein bisschen lauter sprechen, man versteht Sie hier gar nicht. Ich will Sie fit machen für WhatsApp. Ja, Jungchen, wir haben schon so eine WhatsApp-Gruppe. Dann sind Sie ja schon weiter als viele andere in Ihrem Alter. Im Wischen? Da war ich immer schon gut. Als Hausfrau, meine ich. Prima. Nun gut, ich würde Ihnen gerne anhand einer kurzen PowerPoint-Präsentation die Arbeit mit den Emojis näher bringen. Zuerst einmal. Hallo. Ja. Zu den derzeitigen 2623 WhatsApp-Emojis sind nun noch einmal 185 dazugekommen. Das sind fast mehr Bildzeichen, als die Ägypter damals hatten. Also, es lohnt sich aufzupassen. Aber man muss doch nur Klick machen. Hallo. Ja. Natürlich, aber man muss die Zeichen auch verstehen können. Grüni. Wir sprechen hier von sozialen Netzwerken und die sind für Sie genauso wichtig wie für die jungen Leute. Man pflegt seine Kontakte und das Handy ist eine Chance, wo Sie doch mit dem Alter immer unbeweglicher geworden sind. Was soll das denn jetzt heißen? Entschuldigung, etwas unbeweglicher geworden sind. Außerdem erhalten Sie stetig die neuesten und aktuellsten Informationen. Ist was? Nee, alles gut. Das Recht auf lebenslanges Lernen gilt natürlich auch für Sie. Und die Emojis sind für Ihre Kommunikation sehr nützlich. Sie müssen nur Netz haben. Ja, und wenn ich jetzt Netzstrümpfe anhabe, habe ich dann überall Netz, oder was? Die hat keine Netzstrümpfe, die hat Stützstrümpfe. Es gibt doch die alte Weisheit, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wissenschaftliche Untersuchungen aus Amerika zeigen, dass die Benutzung von Hallo! Ja, wir sind da hier! Dass die Benutzung von Emojis folgende Wirkung haben können. Erstens, Sie werden beliebter, je häufiger Sie diese benutzen. Zweitens, wir reagieren auf diese, als wären es dargestellte Wirklichkeiten. Und drittens, Sie wirken immer kompetenter und fitter. Hallo! Ja! Aber, Jungchen, das ist doch alles nur graue Theorie. Ja. Danke für den Hinweis und damit kommen wir nun auch zum praktischen Teil. Ich werde Ihnen nun eine Emoji-Abfolge zeigen, die genau eine Aussage hat. Und diese nennen Sie mir dann einfach. Also, eine Sonne? Eine Palme? Ein Eis? Noch eine Palme? Haha! Ferien! Ferien! Aber,